Dann kommt die Kostenplanung. Wir sind immer noch im zweiten Schritt der Projektplanung. Wir sind immer noch in diesem Knäuel der miteinander verwobenen Dinge: Personalplanung, Terminplanung, Sachmittelplanung, Kostenplanung, alles wechselseitig voneinander abhängig. Das eine beeinflusst das andere beeinflusst das eine. Wenn wir immer in der Kostenplanung, die ja letztendlich nichts anderes ist als eine Budgetvorgabe, ein geringeres Budget haben, dann hat das Einfluss auf die Personalplanung, hat Einfluss auf die Sachmittelplanung, hat möglicherweise auch indirekt Einfluss auf die Terminplanung. Wahrscheinlich werden wir dann später fertig. Alles hängt miteinander zusammen. Interdependenz heißt das Fachwort. Zunächst mal müssen wir, sollten wir den Begriff klären, was sind Kosten? Und wir haben gelernt, Kosten sind betriebsbedingter Werteverzehr. Ehe Sie hinschreiben, einen Moment. Wir werden das jetzt ein bisschen adaptieren, ein bisschen anpassen. Wir sagen jetzt, Kosten sind projektbezogener Werteverzehr. Aber nur in diesem Fall, wir sind mitten im Projektmanagement. Sonst ist die Definition betriebsbedingter oder betrieblicher Werteverzehr richtig. Manche ergänzen noch: betrieblicher Werteverzehr in Geld bewertet. Projektbedingter Werteverzehr in Geld bewertet. Denn wir müssen uns klar machen, dass wir auch hier so manche Mengengröße in eine Geldgröße umrechnen müssen. Wenn wir zum Beispiel einen Mitarbeiter mit einem bestimmten Zeitbudget auf das Projekt setzen, dann können wir die Zeit, die der auf dem Projekt arbeitet, mit einem bestimmten Geldfaktor bewerten und haben die Kosten. Das ist eine Möglichkeit, so etwas zu berechnen. Also Kosten sind projektbedingter Werteverzehr und haben nichts zu tun mit Geldabfluss. Sind kein Geldabfluss unbedingt. Es kann sein, dass auch Geld abfließt, aber das ist nicht das, was die Kosten zu Kosten macht, sondern der projektbezogene Werteverzehr. Und der Werteverzehr ist durchaus auch ein entgangener Nutzen. Soweit müssen wir abstrahieren, soweit müssen wir abstrakt denken. Das heißt, wenn wir einen Mitarbeiter am Schopf packen und setzen den zu 100% auf das Projekt, dann kann er die Arbeit, die er normalerweise arbeitet, nämlich seine Routinetätigkeit, nicht machen zu 100%. Das heißt, das ist ein Nutzenentgang. Und wir rechnen die Kosten dem Projekt zu. Streng genommen, ganz streng genommen, müssten wir sagen, welchen Nutzen kreiert denn der Mitarbeiter in seiner Routinetätigkeit? Das wäre ja eigentlich der Nutzenentgang. Soweit denkt man aber witzigerweise nicht, sondern man rechnet einfach die Personalkosten, also Gehalt plus Sozialabgaben und das ganze Zeugs, rechnet man dann zu 100% dem Projekt zu. Witzigerweise gibt es in der BWL noch kein richtiges, vernünftiges System, um den Nutzen zu quantifizieren, den ein Mitarbeiter stiftet. Mitarbeiter sind immer nur Kosten. Das ist auch eine kranke Sichtweise, aber das nur am Rande. Aber so würde man sagen, welcher Nutzen entgeht uns? Nutzen können wir nicht richtig fassen, also nehmen wir die Kosten. Die Kosten sind jetzt nicht für die Routine, sondern für das Projekt. Also rechnen wir das zu 100% dem Projekt zu. Das ist projektbedingter Werteverzehr. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Videocoachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Videocoachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.